So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Oh yeah, im letzten Mal haben wir weitere Legenden gefangen. Heatran und Torbutz, um genau zu sein. Wir wollen jetzt damit weitermachen. Wir wollen nicht Heatran und Torbutz fangen, denn die beiden werden, denke ich mal, nicht mehr aus ihren Pokébällen ausbrechen. Das wäre doch noch zu schön, um wahr zu sein. Nein, 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 wir wollen uns jetzt um Suicune kümmern. So wie es klang jedenfalls. Und es ist gut, dass das Ding immer noch da ist, weil wir haben mittlerweile eine wesentlich spätere Uhrzeit. Und wegen Latios, ihr habt mir gesagt, was ich eigentlich schon wusste, was jetzt nicht euer Fehler ist, denn... Leute, wisst ihr, warum ich so verwirrt war? Ich habe das gemacht, aber auf meiner Omega-Rubin. Noch nicht auf dem Alpha-Saphir-Spielstand hier. Deswegen hat es noch nicht geklappt. Ich war total verwirrt. Ich dachte, ich bin durchgedreht oder so. Ich dachte schon, was ist denn jetzt kaputt hier? Aber nein, aber doch, oder jo? What? Na gut, dann schwächen wir dich mal. Mein Freund, mit deinem blöden Weißnebel hier. Toll, alles kaputt gemacht. Ganze Taktik, auch Spiegel-Cave. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dem? Ich glaube doch mal ganz spontan, ich sollte das nächste Pokémon rufen und es wird den Namen Altaria tragen. Ich habe das Gefühl, Altaria, Moment mal, da kam bestimmt Eisstrahl, Aurora-Strahl. Das war ein Fehler. Vielleicht bleibe ich ja mit einem Ball drin. Ich meine, wir hatten ja schon häufiger so ein Glück. Guck mal hier, ein Superball. What about that, huh? What about that? Okay, okay, okay. Das war vielleicht etwas zu... Okay, es ist Eiszahn. Das überlebe ich sogar, habe ich gehört. Yo! Oh, sogar ein Critical Hit habe ich überlebt. Pass auf, dann werde ich jetzt was tun. Ich werde nochmal angreifen mit einem Eisstrahl. Ne, vielleicht auch nicht. Oh, jetzt Aurora-Strahl und Eiszahn. Okay, okay, Suicune. Ich habe verstanden, du kannst mein armes Altaria besiegen. Ist in Ordnung. Muss dir nicht gleich so fies zu mir sein, deswegen. So, ich traue mich mal... Soll ich mal mit Surfer angreifen? Ich meine, die Defensive von Suicune ist schon heftig. Ich probiere es mal. Ich werde es bereuen. Oh yeah, sogar mit Flinklau. Ich bin ja zutiefst beeindruckt hier. Beeindruckt? Okay. Ich habe gehört, ich mache ein Soft Reset. Habt ihr das auch gehört? Ja, ich auch, oder? Hups, wie ist denn das passiert? Der Weißnebel war dumm. Ich wollte ihn doch paralysieren. Ach schon, das dauert erstmal wieder eine halbe Stunde. Dam-di-dam-dam-dam. Erzählen wir doch so lange ein. Okay, nee, schon gut. Ich wollte gerade anfangen, einen Witz zu erzählen, aber dann plötzlich, suddenly, nope. So, in den wilden Wald. Wilder Wald! Und ab rein da. Möchtest du ihn näher ansehen? Aber natürlich möchte ich ihn näher ansehen. So. Wäre dir sehr dankbar, wenn du nicht Weißnebel machen würdest oder ich dich sofort paralysiere. Das wäre die zweite Option, die ich für sehr, sehr erwähnenswert halte in diesem Zusammenhang. Du bist so ein fieser Fiesling. Das ist doch nicht nett von denen. Das ist doch richtig nicht sozial. So nenne ich es mal. Ha! Oh, Weißnebel verhindert gar nicht Paralyse. Was war das denn nochmal? Achso, ich habe es gerade mit Bodyguard verwechselt. Durr. Schon gut. Na gut, ich werde einfach mal anfangen, Bälle zu werfen. Einfach so, weil ich es kann. Los, Hyperball! Hab ich immer vergessen, ob das Ding wirklich Hyperball heißt. Irgendwie... bin ich ganz froh, wenn die drei gefangen sind, die drei Raubkatzen, weil, wie bereits gesagt, ich habe die immer als sehr, sehr anstrengend zu fangen empfunden. Auch wenn sie eigentlich fangratenmäßig gleich auf sind mit vielen anderen Legenden, aber irgendwie fand ich es bei denen immer, weiß nicht, die haben sich hartnäckig gehalten. Man sieht es auch hier gerade bei Suicune, das hat nämlich einfach grandioserweise so überhaupt gar keine Lust im Wald und zwar. Ich werde mal Superbälle werfen, ich werde die Hyperbälle erst benutzen, sobald wir, ja, noch ein bisschen mehr Schaden gemacht haben, mit Eisstrahl von Altaria zum Beispiel. Okay, ich dachte schon, der Ball gefällt ihm mehr. Und deswegen möchte er drin bleiben. Er hat aber auch gar keinen Bock mehr, meinen Voltenso anzugreifen. Das muss man ja auch mal dazu sagen, irgendwie. Das ist doch schön. Kannst du das bitte aufhören? Also eigentlich, während ich hier Bälle lese, kann ich nebenbei noch andere Dinge machen. Ich könnte ein bisschen eine Zeitung lesen, zum Beispiel. Ich habe aber leider gerade keine hier liegen. Tack, 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 tack. Na? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Zu schade aber auch. Viel zu schade aber auch. So. Dann werden wir einfach mal weiter drauf knüppeln. Ich habe das Gefühl, du möchtest nicht im Ball bleiben. Nein, möchtest du wirklich nicht. Also so gar nicht offensichtlich. Aber du möchtest auch nicht effektiv genug Schaden machen, so wie mir scheint. Insofern können wir das Spielchen ruhig noch eine Weile weitertreiben, mein Freund. Wir wissen ja, wie lange sich Raikou gehalten hat, Leute. Brrrr. Oi. Dieser Schlawinerhund. Was kein Hund ist, sondern immer noch eine Katze. Diese Schlawinerkatze.
Dum, dum, bum, bum, bum. Du? Nein! Nicht der Aurora-Strahl, der wird mich doch vernichten. Zerstören wird er mich. So, Altaria. Du hast die großartige Ehre, dieses Suicune mit einem Eisstrahl anzugreifen. Denn wir wissen beide, dass es das nicht aushalten... Dass das nicht aushalten wird, jo, genau. Dafür bist du offensiv zu schwach, eher defensiv zu stark und es ist nicht sehr effektiv. Ohne Stab, jawohl, hätte ich sogar megern können. Hätte ich vielleicht sogar besser mal getan. Ich trau mich nicht. Ich weiß jetzt nicht den Unterschied genau zwischen dem Spezialangriff von Altaria und Mega Altaria. Das ist perfekt gewesen. Ich wollte gerade sagen, war das ein Volltreffer? Ja, war's. Spiegelcape, wie putzig. Mit deiner Eisattacke wärst du besser beraten gewesen. Er hat keine Wasserattacke, merke ich gerade. Das ist ja interessant. Aber gut, es ist das Pokémon des Nordwindes, nicht wahr? Nordwind, kalt, Polarlicht und so weiter und so fort. Das passt ja auch irgendwie. Suicune, hör doch auf mit deinen Drohungen. Die ziehen bei mir leider Gottes ziemlich arg. Und deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du damit aufhören würdest. Altaria sinkt zu Boden. Und ich persönlich empfinde das als äußerst störend. So, Lugia, wie wär's denn mal, wenn du hier ein bisschen Arbeit machst, ne? Lugias Erzwinger wirkt. So, Hyperball, bitte kommt sofort. Blopp. Und du bist nicht im Ball. Ganz offensichtlich, wie mir scheint. Ich hoffe aber mal, Suicune ist einfach so ehrfürchtig, dass es gar keine Lust mehr hat zu kämpfen. Und immerhin, na, der Vorteil zu Suicune ist, dass wir es immerhin paralysieren konnten. Das war bei Raikou nicht der Fall, aber es hält sich jetzt schon wieder länger als alles andere, was wir bisher in unserem Leben jemals sehen durften. Ich überlege gerade, dass es vielleicht gar nicht so klug, Lugia draußen zu haben, wegen des Erzwingers. Ah, dann kommt er eher dazu, Verzweifel einzusetzen. Ich wollte gerade sagen, falls er überhaupt noch dazu kommt, irgendetwas einzusetzen. Ja, er ist paralysiert. Bis zu meinem nächsten Angriff werde ich nochmal Bälle werfen. Wir haben kaum noch Überbälle, Leute, weil ich Schlumpf vergessen habe einzukaufen. Weil ich einfach vergessen habe zu kaufen. Ach, Mann, Suicune. Was ist denn dein Problem? Komm schon, Kleines. Ach, komm schon. Mann, Mann, Mann. Ich wechsle mal. Ich wollte gerade schon fast zu Letaking wechseln, bis mir aufgefallen ist. Ah, Moment mal. Das wäre gar keine so kluge Entscheidung. Denn wenn dann der Eiszahn kommt auf meinen Beulenhelm, dann war's das mit Suicune. Und das war's dann auch mit unserem Fang. Und dann müssten wir es ein drittes Mal angehen. Und das möchte ich doch irgendwie tun, nichts vermeiden. Deswegen wäre es auch sehr, sehr schön. Und ich wäre dir unglaublich dankbar, Suicune. Wenn du diesen warmen, kuscheligen Ball einfach für dich beanspruchen würdest. Ich meine, guck mal hier, es ist so schön, es ist gemütlich da drin. Und von mir aus werfe ich auch einen Luxus- oder einen Primärball, wenn dir das irgendwie mehr wert ist. Auch welchen Gründen das auch immer so sein sollte. Nein, das interessiert dich überhaupt nicht. Okay. Okay, wahrscheinlich, weil ich jetzt die anderen Bälle erwähnt habe. Komm, ich werfe einen Luxusball. Ich habe einen genau. Und warum ihn nicht einfach verschwenden? Anstatt ihn einfach bis zum Ende des Spiels in der Tasche zu haben. Ich bin ja zutiefst beeindruckt. Klasse, Mann! Suicune wurde gefangen! Ein Snob, dieses Suicune! Ein absoluter Snob, war schon klar. Darauf springt es natürlich an. Ja, ja, ja. Sehr schön, Leute, das hat funktioniert. Blum. Polarlicht, Suicune. Suicune wohnt die Reinheit einer Quelle inne. Es läuft graziös herum und hat die Macht, schmutziges Wasser zu reinigen. Das ist schön. Das freut mich unglaublich. Sehr gut. Alles wirklich cool. Das hat hervorragend funktioniert. So, unser Team ist nicht ganz in guter Verfassung. Ich würde tatsächlich gerne jetzt eigentlich probieren, ob direkt Entei hier wäre. Aber ich bin zu angeschlagen. Ich bin einfach zu angeschlagen. Und dann meine ich nicht mal meine KP. Die könnte ich ja wegheilen. Also die KP könnte ich wegheilen. Ich meine damit eher meinen Ballvorrat. Der ist ein bisschen zu angeschlagen. Keine Ahnung, warum ich jetzt ausgerechnet nach Malvenfroh fliege, um mich aufzufrischen, aber egal. Ich werde gleich nochmal gucken, ob vielleicht wieder ein anderes hier Selfie, Torbots und so weiter. Oh, warte mal. Torbots hatten wir. Festbrit. Fehlt ja nur noch eins. Nur noch Selfie. Oh Gott, das wäre genial. So. Und das mit Latios machen wir selbstverständlich auch noch. Ich hätte echt schwören können, ich habe das im Part gemacht. Habe ich dann wohl offensichtlich nicht. Also ich hatte tatsächlich vermutet, ich hätte es im Part gemacht. Allerdings wäre ich dann sofort wieder von der Insel geflohen, weil ich noch nicht Latios halt fangen wollte.
Latias. Nee, Latios. Hier ist Latios. Aber wie gesagt, naja, falsche Erinnerungen. Whatever. So. Wieso nur so wenig eigentlich? Da brauche ich noch viel mehr. So, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Was sagt denn unsere Zeit gerade? Dann könnte ich eigentlich mal gucken, ob Entei da ist. Ich glaube, Entei müsste jetzt da sein. Das ist gut. Das wäre gut, weil dann kann ich Lugia aus dem Team schmeißen wieder. Denn das nimmt nur Sauerstoff weg zum Atmen. Nein, nicht wirklich, aber es stört. Ein bisschen im Team, ne? Weil dann kann ich Gardevoir nicht mit mir rumtragen. Und das ist Pflicht eigentlich. Oh, verdammt nochmal. Ich bin gespannt, ob ich Cresselia fange. Ich habe das Gefühl, Cresselia werden wir nicht bekommen, weil Cresselias Insel taucht irgendwie zufällig auf. Und zwar wirklich zufällig. Ich weiß nicht mal wo. Und ja. Das ist etwas unwahrscheinlicher, dass ich darauf komme. Und? Oh ja, wir kriegen tatsächlich jemanden. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Du spürst eine heiße und kraftvolle Präsenz in deiner Umgebung. So hot inside. Okay, Entei. Dann wollen wir mal die letzte der Raubkatze Katze fangen. Die uns viele Nerven kostete. Kosteten. Ich kann nicht mehr sprechen. Aber das ist okay. Ist ja nicht so, als wären wir was anderes von mir gewohnt. Voll der Retro-Muckenpartier. Ein Entei erscheint. Das ist der absolute Knaller. So, Entei. Jetzt Winger von Entei wirkt. Wie wäre es denn mit Nein? Ich sagte doch übrigens die ganze Zeit, ich soll irgendwie die alten Kreuze alle zusammensuchen aus Malvern Frost City, aber wo sind die denn überhaupt alle? Also kommen die random irgendwie da im Pokémon Center? Ich habe 2 oder 3 bei Omega Rubin, ich weiß aber nicht so wirklich, in welchem Takt das ist. Irgendwie. Ich weiß es doch einfach nicht. Und ich finde es nicht schön, dass du mich hier übrigens gerade verwirrt hast, mein Freund. Na, genau wegen solchen Dingen. Die passieren dann, da tue ich mir weh und wer ist am Ende glücklich davon? Niemand, richtig. Du hast nur jemanden verletzt. Innerlich und äußerlich, meine armen Gefühle. Getreten von einem Entei. Ich mochte Entei nie. Muss ich doch leider Gottes sagen. Nö, Entei ist doof. I'm not the Entei-Fan. So, was mache ich denn jetzt noch so Schönes? Ein Hitzekoller vielleicht? Was hältst du von dem Hitzekoller, mein Freund? Den wirst du da wohl wegstecken. Ja, den wirst du wegstecken. Und wenn nicht, dann bist du schlecht. Falls ich angreifen darf. Ja, ich darf angreifen. Sehr schön. Hitzekoller! Oh, sehr, sehr schön. Entei, ich nehme zwar noch ein bisschen mehr, wenn es nach mir geht. Aber, na, man kann ja nicht immer alles nach eigenem Wunsch haben. Entei hat immerhin mittlerweile Läuterfeuer im Repertoire. Das ist schon mal eine sehr, sehr schnieke Sache, wenn ich das so sagen dürfte. Hallo, Altaria, möchtest du wieder ein bisschen tanken? Das kannst du ja ziemlich gut, das haben wir ja schon gemerkt. So, Hyperball. Oh, ich habe wieder 2 Premierbälle bekommen für meinen großartigen Einkauf. Von 10 Bällen. Ach, Entei. Entei, komm schon. Was willst du denn mit deinem Flammenwurf? Willst du ein bisschen Feuer unterm Hinter machen, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ich sehe jetzt schon, worauf das hinauslaufen wird. Überball! Nein, nein, kein Bam. Kein Bam, kein Bam. Au, au. Das tat immer noch weh. Es wackelt nicht ein einziges Mal. Das ist interessant. Ich bin schon fast gewillt, Eisstrahl einzusetzen. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht etwas zu vieles Guten wäre. Vor allem, wenn es auch so fast klappen kann, offensichtlich. Okay, dann verzichten wir auf den Eisstrahl und hämmern einfach weiter auf unsere A-Taste. Gucken, ob ich da irgendwie hier lustige Dinge machen kann. Nebenbei könnten alle mal ein Entchen singen, aber leider ist es gerade ja nicht live. Das heißt also kein Livestream. In anderen Worten, es ist vollkommen Wurst, was ich tue. Wie wäre es mit einem weiteren Hyperball? Das wäre etwas, was mir persönlich sehr, ja, sehr zugutekommen würde, tatsächlich. Vor allem, wenn du drin bleibst, Entei. Nee, du hast einfach keinen Bock. Nee, hast einfach keine Lust. Niemand ist so widerstandsfähig wie Raikou bisher zwar, das ist okay, aber die Raubkatzen machen mal wieder mir alle ihre... Warum zum Teufel dachte man eigentlich immer, dass das Hunde sind? Ich meine, ich dachte ja auch, hab ja auch immer früher gesagt, das legendäre Hundetrio. Wahrscheinlich, weil Entei recht hundemäßig aussieht, sage ich mal, und weil irgendwie was von seinen Bällen oder so statt, aber es sind tatsächlich Raubkatzen. Ich meine, bei Entei kann ich es noch am ehesten verstehen, aber Suicune und gerade Raikou. Ich meine, Suicune ist ein Gepard, Raikou ist ein Säbelzahntiger und Entei ist ein Löwe. Entei erkennt man tatsächlich am wenigsten davon, finde ich jedenfalls im Vergleich, aber... Das ist tatsächlich der Fall.
ich weiß, für viele von euch bricht jetzt wieder die Welt zusammen oder für viele von euch werden es auch die Nein einfach sagen. Sind weiterhin Hunde für mich. Ist in Ordnung. Jeder so, wie er möchte, aber richtig sind es eigentlich Raubkatzen. So, ein weiterer Hyperball. Bam. Wieder mal an die Stirn geworfen. Ich habe so den Verdacht, dass Entei ein bisschen Streit anfangen möchte. Wisst ihr, wie ich darauf komme? Genau, es möchte nicht in diesem warmen, kuscheligen Ball bleiben. Pass auf, wir werfen noch, bis wir bei 40 angekommen sind. Also jetzt. Danach werde ich mal mit einem Premierball werfen. Vielleicht ist es ähnlich nobel wie Suicune. Oh, eure Hoheit. Und es möchte einen besonderen Ball haben. Komm, ein Premierball ist auch besonders, mein Freund. Tu nicht so, als wäre das nicht der Fall. Also, scheue dich nicht vor diesem Premierball. Premierball, los! Nö, es hat keinen Bock da drauf. Das ist doch echt gemein, du dummer Sack. Ich sollte vielleicht mal meinen Altaria heilen, weil das ziemlich gut... Ja, ziemlich gut Enteis Attacken tanken kann. Jetzt haben wir 11, das ist eine doofe Zahl. Ich muss noch einen werfen, es tut mir leid. So, was kommt jetzt, hm? Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich weiter mit solchen Spezialbällen werfen. Es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann das nicht genau verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das irgendwie nicht herleiten. Und das Beste ist, es ist auch vollkommen Wurst, warum das so ist. Denn ich habe Top-Genesung und mein Gegner hat keine Top-Genesung. Wie fies das wäre. Steht auf einmal so, Entei schnappt sich den Beutel von Chris. Top-Genesung wurde gefressen. Es heilt sich jetzt nach jedem Schlag, nach jeder Runde, komplett und kann trotzdem noch angreifen. Das wäre fair, oder? Genauso fair, wie einen Hyperball nach dem anderen zu werfen, wenn man sich eigentlich nicht bewegen kann in irgendeiner komischen pinken Dimensionstakt ist, die ziemlich an Magic Hint erinnert. Aus Earthbound. Einen kennt es vielleicht aus Smash 3DS. Ja, das sind die Mysterien unseres Lebens, nicht wahr? Genau wie der Hyperball, der gehört auch zu den Mysterien unseres Lebens. Denn das ist... Was? Nein, Entei! Wie kannst du es denn wagen? Entei, wie kannst du es denn wagen? Ach, nein! Das hat mich verbrutzelt. Aber wisst ihr was? Das ist mehr Wayne. Ich habe immer noch Top-Genesungen und zwar nicht zu wenige. Nicht zu wenige, sag ich euch. Auf gar keinen Fall. Entei. Ach, Entei. Diese verdammten Raubkatzen rauben mir meinen letzten Nerv. Ach, Entei, allen voran du, mal wieder. Liegt wahrscheinlich daran, dass es so unnötig ist. Tut mir leid, ich mag Entei echt nicht. Ja. Aua. That hurts, man. Dann werde ich mal Top-Genesung benutzen, so ganz spontan auf meinen Altar. Ja, denn es ist immer noch verbrannt und das möchte ich nicht. Ach, Entei. Ist paralysiert und kann ja das gut. Umso häufiger du paralysiert bist, desto unwahrscheinlich ist der Fall, dass dir irgendwann deine AP ausgehen, weil das ist immer so die größte Sorge, die ich habe bei solchen Aktionen. Ich glaube, die Raubkatzen repräsentieren das Äquivalent zu den leichten Fängen, die ich bisher immer hatte. Und kaum rede ich davon, sage ich, klasse, Mann, Entei wurde gefangen. Yeah, so nice. Level up für Altaria. Schön. Und Altaria versucht, Mondgewalt zu erlernen. Hoho, hätte ich nicht schon Rückkehr, was stärker ist, würde ich sogar lernen wollen. Also Rückkehr als Mega-Altaria natürlich. Aber ich benutze es ja überwiegend als Mega-Altaria, also passt das schon. Endlich, Leute, wir haben alle drei Katzen gefangen, Gott sei Dank. Ha, Entei verfügt über die Leidenschaft von Magma. Dieses Pokémon verfügt einem Vulkanausbruch geboren und bringt Feuerbrunst hervor, die alles auslöschen, was wegen in Kontakt kommt. Das ist ja voll nett und so. Ein richtig herzallerliebstes Pokémon also. Man möchte es am besten gar nicht mehr aufhören zu knuddeln. Und zu knuddeln. Und weiter zu knuddeln. Knuddeln. Eigentlich ist knuddeln total das komische Wort, wenn man es sich mal so überlegt. Knuddeln. Ha, über was man sich nicht alles so Gedanken macht, nicht wahr? Ich würde sagen, wir fliegen mal ganz geschwind nach Blütenburg City. Blütenburg City! Oder so. Wo ist die Stadt überhaupt? Irgendwo hier müsste sie sein. Es ist so irritierend, das von oben alles zu sehen. Das ist ja, ne? Ja, genau. Genau! Wir werden uns derweil ein anderes Pokémon ins Team holen. Und es wird nicht, liebe Freunde, die es eventuell erwartet hätten. Nein, es wird nicht... Gardevoir. Das wollte ich gerade sagen. Wie ich gerade beim Sagen, tatsächlich beim Sprechen vergessen habe, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Manchmal passiert mir das einfach.
blump, 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 blump. Dann könnt ihr nämlich schon vermuten, wie wir im nächsten Part fangen werden. Sehr gut, danke für deine Geduld. Komm bitte jederzeit wieder vorbei. Wie wäre es mit Nein? Oder wie wäre es mit Ja? Okay, kein Ding. Machen wir, aber ein andern Mal. So, wo bist du denn? Da, Lubia, du darfst getauscht werden mit Formeo. Ja, es hat einen Sinn, dass Formeo unsere Gruppe begleiten wird, liebe Freunde. So. Wir haben Vesprit und Tobutz, ne? Genau, eigentlich sollten wir die mal sortieren, die Legenden, damit wir ungefähr so einen Standpunkt haben. Ich glaube, ich mache das mal ganz fix. Es passiert jetzt eh nichts Spannendes mehr, Leute, in diesem Part, also nicht wundern. Damit wir wissen, ob wir wirklich alle legendären Pokémon gefangen haben, die es in diesem Spiel zu fangen gibt. Da ist noch eins. So, ihr drei. So, sehr schön. Hätten wir das erledigt, beziehungsweise noch nicht ganz. So. Lugia. Genau. Regice, Regirock und so weiter. So. Haben wir gleich. Perfekt. Genau. Achso, ups, jetzt habe ich vergessen, Nidoran einzusortieren. Nein! Na, ist auch egal. Also Leute, beim nächsten Part werden wir uns mal um das Eon-Ticket kümmern, so vernünftig, wie das alles so geplant war. Das ist vorher, oder? Ne, das ist nachher. Um das Eon-Ticket kümmern. Und dann... ja, dann werden wir wahrscheinlich uns um Latios kümmern, denke ich mal. Und ich werde, wie gesagt, etwas mit Formeo noch machen. Deswegen habe ich sie ja jetzt extra in die Gruppe geholt. Und irgendwie kann ich da die Box nicht so richtig wechseln. So, jetzt funktioniert es. Strange. Ja, und vielleicht sollten wir mal nochmal einen Wurzelheim vorbeischneiden, weil eventuell kriegen wir da wieder ein neues Pokémon zugeschoben. Okay, wir gehen vor die Arena und dann war es erstmal für heute mit Pokémon Alpha Saphir. Mal sehen, welche Legenden uns auf den Leim gehen werden. Ja, ich habe es ja schon gesagt gerade, aber das andere ist ein Geheimnis und ihr könnt es ja eventuell mal erraten. Wahrscheinlich wisst ihr es sowieso schon und ich bin einer der Letzten, der es erfahren hat. Aber egal. Bis dann, Leute. Ciao.